Und ich bitte unseren Landesvorsitzenden, das Wort zu ergreifen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, heute ist ein in jeder Hinsicht wirklich ganz besonderer Parteitag unserer Berliner SPD. Wir treffen uns am Vortag des 9. November, am 25. Jahrestag des Mauerfalls. Und Walter Momper, der damals für uns regierender Bürgermeister war, hat einen Satz gesagt, der dann um die Welt gegangen ist. Berlin, nun freue dich. Und wir freuen uns darauf, dass Walter Momper heute zu uns sprechen wird, liebe Genossinnen und Genossen. Und es ist auch deshalb ein besonderer Tag, weil wir an die Gründung der SDP erinnern, als die mutigen Frauen und Männer von Schwante ihre Freiheit, mindestens ihre berufliche Existenz riskiert haben, um eine sozialdemokratische Partei in der DDR zu gründen und damit das Ende des SED-Regimes zu beschleunigen. Wir freuen uns sehr. Ich freue mich sehr und ich freue mich ganz besonders, liebe Christine Bergmann, dass du heute bei uns bist. Wer hätte das denn vor 25 Jahren gedacht, dass die SPD fast überall im Ostteil unserer Stadt die Bezirksbürgermeister stellen würde? In Mitte, in Treptow-Köpenick, in Lichtenberg, in Pankow, in Marzahn-Hellersdorf. Überall da stehen wir auch auf den Schultern der Frauen und Männer von Schwante, und wir verneigen uns vor Ihnen, liebe Genossinnen und Genossen. Aber ihr ahnt es, heute ist auch aus einem anderen Grund ein ganz besonderer Parteitag. Wir verabschieden nämlich heute unseren langjährigen und ja übrigens immer noch amtierenden regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit. Klaus hat unsere Stadt über 13 Jahre lang regiert und für unsere SPD 2001, 2006 und 2011 drei klare Wahlsiege errungen. Dafür danken wir dir, Klaus. Und ich glaube, über eins kann man sicher sein, das war jetzt, ich habe mitgezählt, der dritte Beifall heute für dich, aber ganz bestimmt nicht der letzte. Und ich komme auf das Besondere dann auch noch mal zurück, das will ich euch versprechen. Denn wenn jemand verabschiedet wird, liebe Genossinnen und Genossen, dann gilt es auch, jemand Neuen zu begrüßen. Und das ist unser designierter neuer regierender Bürgermeister Michael Müller. Er wird in wenigen Wochen das Amt übernehmen und als nächster Sozialdemokrat auf dem Stuhl von Ernst Reuter, Luise Schröder, Willy Brandt und Klaus Wowereit Platz nehmen. Und dafür wünschen wir ihm eine glückliche Hand, liebe Genossinnen und Genossen. Ihr wisst ja, was nicht alles vorhergesagt worden ist. Die SPD werde auseinanderfliegen. Werde das ja niemals hinbekommen, eine solche Nachfolgefrage zu regeln. Werde zerbrechen. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist anders gekommen. Die SPD geht gestärkt aus diesem Mitgliedervotum hervor.
Wir konnten über 11.000 Mitglieder unserer Partei mobilisieren, sich an dieser Abstimmung zu beteiligen. Und da wird ja manchmal gesagt, das sei ja zu wenig. Das ist verglichen mit anderen Landesverbänden absolut spitze. Und darauf sind wir stolz, dass wir diese Mobilisierung hinbekommen haben, liebe Genossinnen und Genossen. Und das freut mich ganz besonders. Wir haben in diesem Verfahren und dadurch, dass wir mit diesem Verfahren gezeigt haben, dass es sich lohnt, in der Berliner SPD Mitglied zu sein, fast 250 neue Mitglieder gewonnen, die heute auch zu einem großen Teil hier sind. Von wegen, alte Tante SPD, da hinten sitzt ihr. Herzlich willkommen in der modernsten, in der spannendsten, in der demokratischsten Partei Berlins, liebe Genossinnen und Genossen. Und es ist auch etwas Besonderes, dass bei diesem Verfahren das praktiziert wurde, was wir immer in der Gesellschaft fordern. Es durften nämlich 79 Nationalitäten bei dieser Abstimmung mitmachen. Die Berliner SPD hat Mitglieder mit 79 verschiedenen Staatsangehörigkeiten. Türkische, französische, polnische, russische, israelische. Und das ist wirklich toll, dass wir das, was wir in der Gesellschaft wollen, hier selbst praktizieren, dass der regierende Bürgermeister von Berlin von SPD-Mitgliedern aus 79 Ländern mitbestimmt worden ist. Darauf sind wir stolz. Wir haben Post bekommen von einer Genossin aus Frankreich, die gesagt hat, das finde ich so toll, dass ich hier mitbestimmen darf. Es ist das erste Mal, dass ich mich in Deutschland an einer Abstimmung beteiligen darf, obwohl ich schon viele Jahre hier lebe. Das war das erste Mal. Es soll nicht das letzte Mal gewesen sein, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir haben gezeigt, dass man sich auseinandersetzen kann und dabei fair miteinander umgehen kann. Ich bin sicher, dass wir mit diesem Verfahren bewiesen haben, dass es geht, sich inhaltlich auseinanderzusetzen, aber sich nicht auseinanderbringen zu lassen. Wir haben drei Angebote gemacht, und wenn drei Leute antreten, liebe Genossinnen und Genossen, dann können nicht alle drei Erste sein. Aber im Ergebnis haben wir es hinbekommen, dass wir über die richtigen Themen in der Stadt diskutiert haben und dass es gelungen ist, einen fairen Wettbewerb hinzubekommen, bei dem ich mich ausdrücklich noch einmal bedanken möchte bei Michael Müller und bei Raed Saleh. Und wo ich schon beim Danke sagen bin. Das war für die SPD insgesamt jetzt schon ein anstrengendes Jahr. Wir haben im Januar mit Parteiwahlen begonnen. Die gingen bis in den Mai. Wir haben zwei Wahlkämpfe, eine Volksabstimmung zu Tempelhof, eine Europawahl gehabt und jetzt ein wirklich kurzfristig auf die Beine zu stellendes Verfahren mit diesem Mitgliedervotum. Und dafür will ich mich ganz ausdrücklich bedanken bei unseren beiden Landesgeschäftsführern, Landesgeschäftsführerinnen in diesem Jahr, bei Kirstin Fussan und bei Dennis Buchner. Und natürlich auch bei allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kulturmacherhauses und in den Kreisen, liebe Genossinnen und Genossen. Ich glaube, dass sich um die Kampagnenfähigkeit der Berliner SPD keiner Sorgen machen muss. Das haben wir unter Beweis gestellt, liebe Genossinnen und Genossen. Michael Müller hat im Landesvorstand gesagt, das war ein tolles Verfahren und auch mit einem sehr guten Ergebnis. Es ist naturgemäß so, dass die Begeisterung über das Ergebnis bei den Kandidaten ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt ist. Aber eins ist doch ganz klar, die Sache ist jetzt entschieden. Und sie ist auch
eindeutig entschieden, liebe Genossinnen und Genossen, und ein eindeutiges, ein klares Ergebnis in einem solchen Verfahren ist dann auch ein gutes Ergebnis. Und deshalb gratuliere ich Michael Müller an dieser Stelle noch einmal ganz ausdrücklich zu seinem Erfolg. Michael Müller wird unser nächster regierender Bürgermeister und ich versichere dir nicht nur meine persönliche Unterstützung, sondern auch die geschlossene Unterstützung unserer gesamten Berliner SPD, liebe Genossinnen und Genossen. Wir brauchen diese Geschlossenheit. Denn wenn wir 2016 wieder zum vierten Mal nach 2001, 2006 und 2011 zum vierten Mal stärkste Partei werden wollen, und das wollen wir, dann schaffen wir das nur gemeinsam. Aber wir können es auch gemeinsam schaffen. Denn wenn man sich mal die Umfragen ansieht, liebe Genossinnen und Genossen, das haben uns ja die wenigsten zugetraut, dann sind wir wieder vorne. Und diesen Weg werden wir fortsetzen. Man merkt übrigens auch, dass seitdem wir wieder vorn sind, die Nervosität bei unseren politischen Mitbewerbern, manchmal auch beim Koalitionspartner, deutlich steigt. Und das können wir den Freundinnen und Freunden von den anderen Parteien auch deutlich sagen. Ihr könnt euch warm anziehen, nicht nur, weil es jetzt Winter wird, sondern weil die SPD geschlossen dafür kämpft, wieder stärkste Partei zu werden 2016 und für eine soziale, für eine solidarische Stadt zu sorgen, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir haben, glaube ich, gemeinsam noch ein eindeutiges Wahlziel. Und daran sollen sich Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch immer erinnern. Der 9. November ist ja nicht nur ein Jubeltag. Er ist auch ein Jahrestag des Pogroms an unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Auch daran denken wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Und deshalb sind wir uns auch unserer Verantwortung bewusst, dafür zu kämpfen, dass weder Nazis noch Rechtspopulisten in Berliner Bezirksverordnetenversammlungen oder dem Abgeordnetenhaus etwas zu suchen haben. Wir haben die richtigen Themen gesetzt. Wir haben über bezahlbaren Wohnraum gesprochen, darüber, dass Aufstieg durch Bildung möglich sein soll, dass wir gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur Hochschule haben wollen, dass wir gute Arbeitsplätze schaffen und dass wir dafür kämpfen, dass wir für die Stadt die besten Bedingungen schaffen. Und wenn die Berliner SPD von der Stadt spricht, dann meinen wir immer das Land Berlin und seine 12 Bezirke, liebe Genossinnen und Genossen. Und das will ich hier auch ausdrücklich sagen. Wir werden die Arbeitsgruppe Bezirksfinanzen, um jetzt mal ein bisschen kleinteiliger zu werden, die wir eingesetzt haben, die werden wir wirksam werden lassen. Und ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich die Bezirksbürgermeisterinnen, Bezirksbürgermeister, die Mitglieder in den Bezirksämtern und die Fraktionsvorsitzenden in der BVV einladen, an unserer großen Klausurtagung am 15. März teilzunehmen, wo wir diese Ergebnisse beraten wollen. Denn das, was wir uns da vorgenommen haben, soll einfließen in den Beschluss des nächsten Doppelhaushalts, liebe Genossinnen und Genossen. Es ist ja übrigens manchmal so, dass die guten Erkenntnisse aus der SPD ein bisschen brauchen, bis sie sich auch bei unseren politischen Mitbewerbern durchsetzen.
Die SPD hat schon im Bundestagswahlkampf davon gesprochen, dass wir mehr Investitionen brauchen, dass wir in Bildung und Infrastruktur investieren wollen. Dafür haben wir im Wahlkampf gestritten, dafür haben wir in den Koalitionsverhandlungen gestritten und der Koalitionspartner CDU im Bund hat immer gesagt, ja, das Geld ist nicht da, wir werden die Steuern nicht erhöhen, das geht nicht. Jetzt hören wir vom Bundesfinanzminister, plötzlich geht es doch. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erkenntnisgewinn, lieber Herr Bundesfinanzminister Schäuble. Bei einer anderen Stelle, da lässt der Erkenntnisgewinn allerdings noch ein bisschen auf sich warten. Wir haben jetzt wieder Ratschläge bekommen von der CDU-Bundesvorsitzenden, dass die SPD doch mal ihr Verhältnis zur Partei Die Linke zu klären hat. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn wir von jemandem keine Belehrung brauchen, wenn jemand keine Belehrung braucht, wie es mit politischem Extremismus in unserem Lande steht, wie man kämpfen muss für die Freiheit und für den Rechtsstaat, dann ist das die Sozialdemokratie, die seit 150 Jahren für Freiheit und Rechtsstaat in unserem Staat, in unserem Land streitet und kämpft, liebe Genossinnen und Genossen. Und das will ich gerade an diesem Vortag des 9. November sagen, wo wir an die Gründung der SDP denken. Wir haben keine schwarzen Flecken in unserer Vergangenheit. Wir haben in 150 Jahren unseren Namen niemals ändern müssen. Und während Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der DDR im Gefängnis saßen, saß die CDU, die Block-CDU, in der Volkskammer und in den Kreistagen. Daran kann man auch einmal erinnern, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir klatschen uns ja langsam warm, denn jetzt komme ich noch mal, wie versprochen, auf Klaus Wowereit zurück, liebe Genossinnen und Genossen. Es ist ja so, dass in wenigen Wochen nichts weniger endet als eine Ära, die mit seinem, die mit deinem Namen, Klaus, verbunden ist. Als du 2001 zum regierenden Bürgermeister unserer Stadt gewählt worden bist, da wuchs die Schuldenlast der Stadt enorm. Wir waren ächzten unter der Bankenkrise. Die Stadt war irgendwie mit sich selbst beschäftigt und unter Diebken und Landowski auch ein bisschen spießig geworden. Jetzt, und da hat der Stern ja mal recht, ist Berlin die coolste Hauptstadt der Welt. Und das hat auch mit Klaus Wowereit zu tun, liebe Genossinnen und Genossen. Klaus hat Berlin verstanden. Er hat die Weichen richtig gestellt. Er hat dafür gekämpft, dass Berlin vorankommt. Und Berlin ist heute eine Erfolgsgeschichte. Wir haben das stärkste Wirtschaftswachstum von allen Bundesländern. Wir haben Überschüsse im Landeshaushalt. Seit einem Jahrzehnt sinkt kontinuierlich die Arbeitslosigkeit. Berlin ist die Hauptstadt der IT-Start-up-Gründung. Jeder zweite Euro fließt, wenn er in Deutschland investiert wird, hier nach Berlin. Und wir sind die beliebteste Universitätsstadt in unserem Land. Das kommt alles nicht von selbst. Das ist das Ergebnis harter Arbeit, deiner harten Arbeit, Klaus. Und dafür danken wir dir. Ich bin im Februar in Tel Aviv und in Jerusalem gewesen, liebe Genossinnen und Genossen, und das hat mich besonders berührt, dass die Menschen da, wenn man sich mit denen unterhält, gesagt haben, wow, in Berlin, da würden wir auch gerne leben. Und dann hat jemand zu mir gesagt, you must be very proud of your mayor. Und das sind wir. Wir sind stolz auf Klaus Wowereit, liebe Genossinnen und Genossen. Klaus hat mit seiner offenen Art, mit seiner Liberalität im Denken und im Sein unsere Stadt verändert und auf der ganzen Welt als einen wunderbaren Ort verankert. Lieber Klaus, dafür
gehört dir unser Dank, unser Stolz und jetzt auch noch mal unser Beifall. Ja, und liebe Genossinnen und Genossen, was kann denn da jetzt noch kommen? Jetzt kommt ein Film, der all das nochmal zusammenfasst. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und uns allen einen guten Parteitag heute.